Wusstest du eigentlich, dass ich mich kürzlich mal als Fotograf versucht habe? In Tempelhof wollte ich einen unserer Politiker fotografieren. Der kam ganz nah an meine Linse ran. Da sagte ich, treten Sie doch bitte mal zurück. Das wollte er nicht. Deshalb konnte ich von ihm kein klares Bild bekommen. Das verstehe ich. Sag mir bloß, was ist los mit der Lilly? Wurde 1937 von Erhard Bauschke aufgenommen. Hingegen nahm Teddy Staufer die englischsprachige Version 1936 in Berlin auf. Teddys Sänger klang dabei wie Al Jolson. Allerdings machte Jolson den Song erst 1948 zum Evergreen des Dixieland Jazz. Übrigens, was sind die schlimmsten Feinde der Jazzmusiker? Keine Ahnung. Nein, falsch. Frische Luft und klares Wasser. Kennst du den? Im Interview berichtet der junge Jazzmusiker dem Radiomann, dass er eine Platte gemacht hat. Fragt der Rias Reporter, ah, haben Sie denn schon was verkauft? Antwortet der Junge, ja, den Teppich, das Radio und meine Freundin. Mensch, sag mir bloß, was ist los mit der Lilly? There's a true what they say, oh Dixie, love sunshine all the time. The sweet magnolia blossom grounds and mothers don't she blossom. Was ist los mit der Lilly? Sie ist heute so